Hey, willkommen zu meinem kleinen Leitfaden für einen angehenden Let's Player. Das ist nur so ein kleines Video, wie ich mich generell vorbereite, mit welchem Programm ich Erfahrung gesammelt habe und so weiter und so fort. Und ich möchte einfach mein Wissen mal ein bisschen weitergeben. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, man weiß es ja nicht. Ne? Als allererstes, ganz wichtig vor der Aufnahme, ist genug Essen und Trinken. Denn ohne Mampf kein Kampf. Ne? Dann direkt Handy ausmachen, sonst passiert ein Malheur, wie ihr gleich hören werdet. Dann vorher nochmal vielleicht aufs Klo gehen, man weiß ja nicht, vorher eine rauchen noch, ne? Wenn ihr ein bisschen in der Sucht verfallen seid, sonst endet ihr wie die Grumpy Cat. Und bei schlechter Laune nicht aufnehmen, ganz wichtig, denn negative Stimmung oder eine Kein-Bock-Phase wirkt sich dann auf das Gesamtbild aus und man hört es dann am Ende einfach. Wenn ihr keinen Bock habt, hört man das raus. Hallo Freunde, ich habe es ja angekündigt. Und es passiert das. Mein neues LP. Und zwar soll es... was ist denn jetzt los? Alter, ich mache immer mein Handy aus. Immer, weißt du? Und dann geht mein Wecker los, Mann. Also, vorher ein bisschen nachdenken, Handy ausmachen, dann habt ihr das Problem nicht und ich gehe jetzt genauso gut wie den Hunden da oben. Ja, das ist ganz wichtig. Das hat mich nämlich ziemlich angekotzt, als das Ding losging. Ne? Und was auch wichtig ist, macht euch vorher Notizen. Arbeitet ein Skript aus und lernt den Inhalt, wenn es sein muss, oder lest ein bisschen ab, kann auch mal passieren. Ne? Kommt immer darauf an, welches Spiel, was genau mache ich, wie soll es werden, wird es überhaupt ein LP oder ein Commentary? Ich meine, wenn man zwei Bildschirme hat, dann kann man auch schon mal ein bisschen auf Stichworte schauen, ne? Seien wir mal ehrlich. Nun zum Aufbau. Je mehr Programme im Hintergrund sind, desto mehr Strom wird durch den Rechner gejagt oder geht durch die Bude. Und jedes Licht, im Prinzip jedes Elektrogerät, verursacht und verbreitet Störinterferenzen, welches nicht wirklich gut abgestimmt ist, vom Kabel bis hin zum Gerät selbst. Unbedingt verhindern, denn es je nach Möglichkeit. Und mein Zusatztipp ist, je weniger Prozesse gleichzeitig laufen, desto weniger Probleme bei der Aufnahme. Das ist sowas wie eine kleine Faustregel. Dann zweitens Mikrofon anschließen, etc. Das schenke ich mir mal an der Stelle. Genauso wie Programme starten, das dürfte wohl jedem klar sein. Und wenn nicht, dann ist das vielleicht nicht das Richtige für dich, wenn du schon nicht weißt, wie man ein Programm startet. Ne? Ja, nur mal so. Zur Positionierung. Ich nutze einen Schwenkarm. Ich mag die Teile einfach. Ich habe damit die Erfahrung gesammelt, meine ersten auch mit Standfüßen so ein bisschen, aber die sind nicht so, das sind nicht so wirklich meine Stativarten, die ich bevorzuge, sondern eher der Schwenkarm. Der Popschutz muss gut filtern können, nur mal so nebenbei, sonst hört man störende Popgeräusche wie ne? Und es dröhnt dann volles Rohr auf die Membran, dann ist hier ist durch. Je nach Art des Sprechens das Mikrofon ein bisschen verschieben, das bedeutet laut genug reden, bei mehr Distanz wird es zu leise, dann näher ran. Kann man auch anpassen und entrauschen zur Not mit Audacity. Das ist ja auch kein Problem, also wenn man sowieso so ein weißes Rauschen schon drin hat, dann einfach mit Audacity nochmal drüber gehen mit dem Entrauschungsfilter. Da gibt es auch jede Menge Videos schon auf YouTube, einfach mal eingeben. Entrauschen mit Audacity, da findet ihr jede Menge. Auch ganz wichtig ist aufrecht sitzen, falls man so ein bisschen rumpimmelt, also da meine ich jetzt im Stuhl mitliegen, sollte man das Mikrofon dementsprechend positionieren. Aber es ist halt so eine Sache, also wenn es wirklich extrem ultra bequem ist, dann ja, dann sitzt halt so von mir aus, aber man muss sich halt trotzdem verstehen können und darf nicht so klingen wie so, Freunde, ich bin wieder am Start, ja, ich mach geil und so. Das ist kacke, weißt du, das ist, nimmt dich auch keiner ernst. So, und ja, also weiß ich nicht, also so da rumpimmeln, da hätte ich jetzt keine Lust zu, ganz ehrlich gesagt. So, man muss auf jeden Fall alles angenehm erreichen können, sprich Maus, Tastatur, eine Art Position annehmen, bei der das Mikro vor der Schnute nicht stört. Vielleicht unterm Kinn, Fragezeichen. Kommen wir zur Ausstattung. Ausstattung, wenn man nicht mit dem USB-Mikrofon arbeiten will, aus Gründen, der greife zu einem Recorder, zum Beispiel dem Crypt DR3 Aufnahmerekorder, meine ich, heißt das Ding. Das hat eine ziemlich gute Aufnahmequalität. Falls es dann doch ein USB-Mikrofon sein sollte, da würde ich nicht mehr als 100 Euro zum Anfang ausgeben. Es sei denn, man hat schon mehr Erfahrungen gemacht und weiß, was YouTube für Arbeiten mit sich bringt und Höhen und Tiefen beinhaltet. Da kann man dann schon so ein bisschen in die Tasche greifen und ein bisschen mehr ausgeben. Definitiv kein billiges Stativ kaufen. Das kann gerne mal bis zu, ja, da kann man ruhig 35 bis 40 Taler rollen lassen, würde ich sagen. Also habe ich auch gemacht. Der PC, da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein. Also man braucht einfach Rechenkraft. Minimum ein 800 Euro PC, in Klammern Selbstbau, ne, ist klar.
Es sei denn, man will keine AAA-Titelspiele spielen und aufnehmen, dann könnte das eventuell funktionieren. Ne? Wenn der Titel schon ein bisschen älter ist und der Rechner dann trotzdem einigermaßen läuft. Aufnahmesoftware empfehle ich DxStory mit dem Lagreed Lossless Codec. Dazu kann man noch nehmen, was gibt's noch? Fraps könnte man ausprobieren, Playclaw könnte man ausprobieren. Also das Ding ist, man investiert nicht viel und bekommt genau das, was man braucht. Also Playclaw, Fraps und DxStory bewegen sich vom Preislichen, glaube ich, so ziemlich auf einer Ebene. Irgendwas zwischen 30 und 45 Euro, glaube ich. Irgendwo sind die drei da angesiedelt. Soundkarte, sage ich mal, die machen auf jeden Fall viel aus, also was den Klang angeht. Ich habe zum Beispiel eine Creative Sound Blaster Z, die nutze ich. Also unterschätzt das bitte auch nicht, weil es ist definitiv ein Unterschied, ob das Onboard oder eine Soundkarte ist, über die ihr aufnimmt. Und auch worüber auch der Sound vom Spiel geht, das merkt man. Ne? Also sofern es halt ein billiges Mainboard ist, beziehungsweise billiger Onboard-Sound. Stimmaufnahme Audacity oder direkt über DxStory, denn DxStory bietet quasi das Trennen in zwei Audiospuren an und es macht weniger Arbeit, also sprich einmal Ingame-Sound und einmal die Stimme. Render-Schnittprogramm, da gibt es, boah, da gibt es so viele, Sony Vegas, das kann eigentlich alles, was man benötigt, dann Adobe CS6, da gibt es auf eBay günstige Keys oder monatlich kann man sich das direkt mieten bei Adobe. Lightworks wird wohl angeblich auch sogar von Hollywood verwendet, aber das weiß ich nicht genau, also da hänge ich mich jetzt auch nicht mehr aus dem Fenster. Ich weiß nur, dass es bis zu 720p kostenlos einstellbar ist und nutzbar ist. Also für den Anfang auch schon mal ganz okay, wenn man wirklich sagt, okay, ich mache das jetzt nur für mich, dann ist das nice, dann einfach mal probieren. Thumbnails. Kanaldesign, würde ich sagen, nutzt GIMP. Ist eine Freeware oder beispielsweise Photoshop. Ich persönlich benutze GIMP, weil Freeware. Und ich habe damit angefangen, das damit selbst zu lernen. Es dauert ein bisschen, bis man sich da reingewuselt hat, aber nach einer gewissen Einarbeitungszeit geht das schon klar. Es ist überall so. Erstmal ein bisschen lernen, dann geht das. Also summa summarum, Geld sollte man investieren, wie bei vielen Hobbys, Geduld und Zeit und ganz wichtig, Experimentierfreude. Ja? Man muss Spaß auch im Technikkram haben, sonst muss man andere dafür haben, sage ich mal, aber das ist auch wieder ein Kostenfaktor eventuell, wenn das kein Kumpel macht oder euch damit hilft. Ich sag mal, Let's Playen ist nicht nur Spielen und Quatschen, sondern auch sehr viel administrativer und technischer Kram, das vergessen viele ganz gerne mal. Aber auch Kreativität, ist ja klar, ne? Also vom Design, von einem Thumb bis zum Avatar bis zum Kanalbild ist alles dabei. Machst ja alles selber oder du bezahlst jemanden dafür. Ne? Das war's auch eigentlich schon. So, das ist wie gesagt nur ein ganz, ganz grober Leitfaden, ganz, ganz grober Überblick, was man sich so mal durch den Kopf gehen lassen sollte. Und meine Anekdoten zu dem Ganzen ist Durchhaltevermögen. Das ist ganz wichtig. Weil wenn man gleich nach 2 Wochen aufgibt oder sagen wir mal 3 Wochen aufgibt oder vielleicht sogar nach einem halben Jahr sogar schon aufgibt, dann ist das nichts für dich. Dann musst du dir was anderes suchen. Ich sag mal so, mit vielen Programmen, die ich eben aufgezählt habe, die habe ich mir zumindest mal angesehen oder sie so ausprobiert und tut bitte dasselbe. Also informieren und ausprobieren ist das A und O, definitiv, weil es gibt Millionen von Tutorials von YouTubern, die Ahnung davon haben, erstmal ein bisschen Zeit nehmen, investieren und dann selbst ausprobieren. Macht euch auch keine Sorgen wegen fehlender Views oder so, das kommt alles mit der Zeit, ganz, ganz, ganz sicher. Ich war auch von Anfang an gedacht, bin ich direkt angegangen mit, ach komm, ich mach das eh nur für mich, das guckt ja eh keine Sau. Mittlerweile bin ich bei 300 Abonnenten, hätte ich nie gedacht. Das ist krass. Geduld ist das Stichwort an der Stelle, definitiv. Redet mit den Leuten, die euer Video kommentieren, das muss ich auch noch loswerden, weil, so setzt man den Grundstein für die Community, die man sich aufbaut oder für die in Anführungsstrichen Fans oder die Leute, die ihn einfach mögen. So, wenn ihr mit denen redet, dann wird es ein bisschen persönlicher. So, es macht auch, also mir macht es auch Spaß teilweise, die Kommentare zu beantworten, sagen, ey cool, du bist auch wieder dabei oder ey cool, dass es dir gefallen hat. Warum, wie bist du hierher gekommen? Warum hast du es dir angeguckt? Und das sind alles Fragen, die kann man dann stellen und dann bekommt man meistens auch eine nette Antwort zurück. Wenn nicht, dann einfach blocken oder löschen, ist ja egal. Genau, dann kommen wir zum nächsten Punkt, weil wenn es mal schlecht läuft oder auch negativ Kritik kommt, dann nicht sauer oder enttäuscht reagieren, sondern einfach neutral. Beispiel jetzt, meinetwegen, da schreibt jetzt jemand, du bist behindert, kleines Stück Scheiße. Dann solltest du antworten, zum Beispiel, na, das ist deine Meinung, wenn dir das nicht passt, du kennst den Weg nach draußen. So.
Und vielleicht immer noch ein Smiley, um den anderen zu ärgern, so. Das ist doch mein Ding. Wobei, mein Weg ist, wie ich reagiere, das sollte, ja, solltest du dir nicht zu Herzen nehmen, so, weil das Ding ist halt, der Weg sollte keine Konfrontation sein, sieht immer ein bisschen doof aus, so, einfach locker bleiben. Also, ne, das Ding ist halt, bei mir ist, wenn immer einer doof kommt, dann pisst mir einer ans Bein, piss ich zurück, fertig. So, und ein anderer Weg ist, erstmal eine Nacht sonst drüber schlafen, niemals aus dem ersten Impuls heraus antworten, so, das mache ich ganz gerne mal, also, ich weiß, dass es nicht so geil ist, aber so bin ich halt. Wenn du dann antwortest, dann bleib höflich und distanziert. Wenn es zu krass ist, dann lösch den Kommentar einfach, denn beleidigen lassen muss man sich nicht. Es gibt auch die Option, Kommentare erst durch dich freischalten zu lassen. Bei wiederkehrenden Abonnenten, die regelmäßig kommentieren, kannst du dann so, kannst du das einstellen, dass du die Kommentare direkt, dass die Kommentare direkt freigegeben werden, bei Unbekannten erst durch dich dann quasi genehmigt werden müssen. Macht nur Projekte, auf die ihr Lust habt, so, weil es muss nicht immer das neueste Game sein. Denkt nicht immer dran, großer YouTuber, neuestes Game, die meisten Viewer gehen an die Big Ones, Das ist halt einfach so. Daran muss man denken, so, weil nur weil man ein neues Spiel spielt, heißt es nicht, ihr bekommt die ganzen Views ab. Ist klar. Das bedeutet natürlich nicht, dass dich keiner sieht. So ist ja ganz klar, ne? Aber man wird halt einfach ein bisschen leerer ausgehen. So, das werden dann vielleicht 10 Views sein nach 2 Tagen. Vielleicht 10 Views, das war's. So, das kann durchaus sein, vielleicht sogar auch 30, wer weiß, dann habt ihr aber echt schon extremes Glück. Also macht, was ich sagen will, macht einfach das, worauf ihr Lust habt. Es geht nicht anders. Versucht niemanden zu kopieren oder euch zu verstellen. Also meine Devise ist einfach, bleib du selbst und finde deinen Stil. Oder sagen wir so, finde deinen Stil und dann bleib du selbst, sagen wir so. Wenn ihr mal nicht wollt, dann macht auch nichts. Es ist ein Hobby. Ich meine, wenn du keinen Bock hast, dann nimm dir eine Auszeit. Ist doch nicht schlimm. Aber lass die Leute auch nicht zu lange warten, denn sonst gehen die Leute irgendwann. Fang klein an und arbeite dich dann rein. Also das, damit meine ich halt, wenn du das wirklich nur für dich machst und sagst, okay, es ist mir egal, wer zuguckt. So, dann kannst du den Punkt getrost weglassen. Dann ist das alles egal. Aber wenn es dir nicht egal ist, dann solltest du dir sagen, okay, ey, oder du schreibst es kurz in die Kommentare oder sonst, oder machst ein kleines Video von 2 Minuten, ey, ich bin mal kurz 2 Wochen nicht da oder so. Dann wissen die Leute Bescheid. So. Das könnte man noch machen. Ja, mehr fällt mir jetzt gerade ad hoc nicht ein. Also ich sag mal so, ich hoffe, ich konnte dir irgendwie hilfreich sein dabei. Ich bin über jeden Kommentar dankbar, den du mir dann schreiben wirst, den E-Mail schreiben werdet. Ich weiß nicht, was für Fragen ihr noch habt. Vielleicht kann ich sie auch beantworten, vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Es ist halt nicht leicht, als Let's Player Fuß zu fassen und weiterzumachen. Ich selbst hatte auch schon so einen Durchhänger, ich kenne das alles. Höhen und Tiefen, Ups und Downs, ist normal, es ist dabei. So. Aber es macht Spaß und das ist auch das, worum es geht. Also, ich sehe euch in den Kommentaren und ich bin euer Odix. Wir sehen uns. Bye.